Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch, anders als hier angezeigt wird, zu Last Ninja, nicht den zweiten Teil, sondern zum ersten Teil. Auf dem C64, das nächste Adventstürchen, welches sich öffnet, genau hier, The Last Ninja. Und ich hoffe mal, dass ich einfach nur Feuer drücken muss und dass das Spiel dann losgeht. Oder Space, oder weiß ich nicht, oder... Achso, genau, hier. Ist halt eine Easy Fletch Card Ride. Last Ninja Start Game, Box 9, F1 for Start Game, The Last Ninja. Absoluter Kultklassiker. Der gute Mr. Venom, der hat, glaube ich, sogar beide oder jeden Last Ninja Teil hat er, glaube ich, Let's Played auf seinem Kanal. Einfach mal gucken. Braucht den anderen Joystick-Port? Ja, auch nicht. Okay. Warum auch immer man hier Tastatursteuerung nimmt. Schaut euch das mal an bei dem. Richtig gut. Da werden Erinnerungen wach. Und jetzt geht's los. Genau. Ach, die Steuerung. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Wir sind, wie gesagt, der Last Ninja. Können springen, können Sachen nehmen. Wir brauchen, glaube ich, erst eine Waffe, bevor wir zuschlagen können. Aber ich kann mich, ehrlich gesagt, an nichts mehr erinnern. Das haben wir mal mit dem Kämpfen. Genau. Und dann tritt ihn. Tritt ihn. Zack, zack. Ja, man konnte hier recht schnell sterben. Auch wenn der ein Kreuz hinten drauf hat, der ist kein Sanitäter, der Gegner. Wow, ich war echt mal besser. Warum bin ich denn auf einmal so schlecht in dem Spiel? Ich hätte vorher anspielen sollen. Das ist ja übel. Ich versuche einfach mal wegzulaufen. Nee, ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Lass mich in Ruhe. Guck mal, wie viel Energie der noch hat. Ja, komm mir doch hinterher. Kriegst mir eh nicht. Bevor... Komm mal hier, irgendwas einsammeln. Ja, natürlich auch die Musik, klar. Erst drücken und dann die Richtung. Okay. Muss dabei halt nur die Ruhe bewahren. Komme ich jetzt mit ihm wieder anlegen, aber da kommen gleich noch andere Gegner. Noch mehr Gegner. Macht euch keine Sorgen. Ah, da liegt was. Seht das? Links? Ist auch nicht so einfach, das Zeug aufzuheben. Was mit Schlagen? Ja. Ja, okay, von der Steuerung her muss man sagen, vielleicht nicht die beste. Ja. Schlagen scheint es nicht zu gehen. Muss man doch irgendwie nach unten drücken. Ach, ist doch auch vollkommen egal. Rennen wir noch ein bisschen hier rum. Ach, an die Steine kann ich mich gut erinnern. Ja. Hier muss man millimetergenau springen. Ist auch so, ganz ehrlich, ich habe dieses Spiel... Ich kann mich daran erinnern, dass wir das damals mit einem Kumpel immer gespielt haben, zusammen, zu zweit. Und wir haben das aber auch nie ohne Trainer gespielt, weil du einfach hier sonst nicht weitergekommen bist, das nicht durchzocken konntest. Glaub nicht, dass das irgendjemand ohne Trainer wirklich geschafft hat. Ich meine, schaut euch jetzt mal allein hier nur diese Springerei an. Und schon ist vorbei. Jetzt können wir mal oben rumgehen. Mal sehen, ob wir da mehr Glück haben. Ja. Zack, zack, zack. Erst drücken, dann schlagen. Oder treten. Ja. So lange braucht das nur für einen Gegner. Da haben wir fast die Hälfte der Energie abgezogen. Naja, ich will nicht meckern. Aber diese Springeinlagen, die waren übel. Ja, und du bist auch übel, weil du ein Schwert hast. Und ich nicht. Könnt ihr jetzt sagen, es ist unfair, aber ich beschwere mich ja nicht. Wenn ihr jetzt glaubt, wir könnten ihm das Schwert wegnehmen. Ne, ist nicht. Aber naja, das Spiel ist schon cool. Das macht schon Bock. Aber wie gesagt, ohne Trainer haben wir es halt nie gespielt. Und ja, das wäre genau dasselbe. Wieder so eine... Einlage. So, jetzt gib mir nochmal das Teil. Nimm das doch mal. Das waren... Sterne? Wieso kann ich die jetzt nicht mehr benutzen? Ich kann mich so wenig nur noch an das Spiel dran erinnern. Das war schon... Das ist schon echt merkwürdig. Wenn ich mir bedenke, wie häufig ich das gezockt habe. Wir haben das sogar so häufig gezockt, dass mein Kumpel und ich, dass wir selbst versucht haben, ein Last Ninja Spiel zu programmieren. Könnt euch vielleicht noch dran erinnern, für die Leute, die den C64 hatten? Auf dem C64, auf den Buchstaben waren ja,
ich weiß nicht, wenn man die Shift-Taste drückt oder so, waren solche Zeichen aufgemalt. Ja, und damit haben wir gedacht, könnte man Spiele programmieren. Dann haben wir uns hingesetzt und haben halt uns einen Text ausgedacht. Wie zum Beispiel, The Last Ninja ist ein Spiel, wo man mit einem Ninja kämpft und rumspringen kann. Man kann schlagen, man kann treten. Und diesen Text, so wie ich ihn jetzt gerade gesagt habe, haben wir eingegeben in Form dieser Zeichen. Und haben gedacht, so programmiert man Spiele. Ja, lief nicht. Ich nehm's mal vorweg. Oh. Aber wir haben gedacht, so funktioniert das. Was war denn nochmal mit dem dicken Bruder hier? Muss man dem irgendwas geben? Hallo? Oh! Ja, I want. Very badly. Ja, nehme ich. Nehme ich. Einpacken. Danke. ja, jetzt ist er wieder weg. Haben wir vielleicht doch nicht genommen? Ich versuche das nochmal. Ja, also so verrückt waren wir auf jeden Fall nach The Last Ninja. Ich habe keine Ahnung, wie man das nimmt. Tut mir leid. Hätte ich mir vielleicht vorher nochmal die Anleitung durchlesen sollen. Aber Hauptsache, ja, hier Schlüssel nehmen wir natürlich auch mit. Bei euch werden nochmal die Erinnerungen wach an diesen absoluten Kultklassiker. Ach, dann lassen wir den Schlüssel halt da liegen. Was kommt denn hier in den Bildschirm? Oh, ein toter Ninja-Camper! Mit Ninja-Sternen! Oh, oder auch nicht mit Ninja-Sternen, sondern mit einem... Chaco! Wie konnte man das denn nochmal benutzen? Das musste man doch irgendwie auswählen, oder? Ich kann jetzt... den F-Tasten nicht. Nur den Ton ausschalten. Holding. Using. Ich meine, wofür gab es die Funktionstasten? Ja, benutzen wir halt das Säckel. Ah! Der hat eine Stange. Der Lump. Dann renne ich auch einfach an dir vorbei. Ja, dann muss ich ja die Gegenstände einsammeln und dann auch versuchen, kleinere Rätsel zu lösen. Und später halt auch größere Rätsel. Und dann sind wir an der Stelle. Ja, das war gut. Das war weniger doof. Nein, richtig doof war es, sondern nicht gut. Ich probiere das gleich nochmal. Da hätte ich, glaube ich, nochmal nach rechts springen müssen und dann nach vorne. Verdammt. Naja, gut. The Last Ninja auf dem C64. Absoluter Kultklassiker. Muss man kennen, muss man selbst gespielt haben. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und morgen öffnen wir dann das nächste Türchen. Bis dann. Bye, bye.